Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar stelle ich euch heute diesmal vor, was ganz Feines, und zwar die limitierte Picture LP von der 75. Folge von John Sinclair, und zwar Albtraum in Atlantis. Drehen das Ganze erstmal um zum Öffnen. Ihr werdet euch fragen, LP, Langspielplatte? Ja. Und zwar was ganz Besonderes. Und zwar ist das eine limitierte Auflage von, da ist das gute Stück. Sehr schön. Alles geprägt sogar, also nicht nur blöder Aufdruck, sondern, nehmen wir gleich raus. Voila. So, ich richte mich mal auf, dass man das so besser sehen kann. Wie gesagt, Folge 75. Limitierte Auflage, Picture, Vinyl. Wow. Ach, das muss ich gleich nochmal zeigen. Wenn man das Ding aufklappt, dann springt schon einem der schwarze Tod entgegen. Geiler Effekt. Hier mit den ganzen Credits, mit den ganzen Mitwirkenden und den Sprechern. Porträt von Jason Dark, der Autor, auch handsigniert. Und das Lässige ist, es gibt genau 666 Stück. Eine ziemlich diabolische Zahl, wie ich finde. Und ich habe die Nummer 30. Ja, zurück zum Picture-Vinyl. Picture-Vinyl heißt, das sind Langspielplatten, wo aus der ganzen Platte ein Motiv aufgedruckt ist. Zum Beispiel hier bei dem sieht man es. Kommt raus. Wow, sieht echt hyper genial aus. Drehen wir das Ganze mal um. Aha, hier sieht man schon John Sinclair, wie er über oder auf Atlantis fliegt. Ich sag, auf dem Schutzcover sieht man genau die gleichen Abbildungen. Aber das ist wirklich genial. Das ist wirklich eine abspielbare LP. Wirklich sehr, sehr nice. Wirklich sehr gut gelungen. Ich lege die jetzt mal zurück, weil die Folge ist ja auf zwei Platten aufgeteilt. So, da haben wir schon die zweite. Wieder mit den John Sinclair. Holen wir auch gleich die LP raus. Na, ich sag, mit einer Hand ist das immer ein bisschen schwieriger. Ah, hyper genial. Wie gesagt, zum Vergleich, das Cover. Ach, da rockt das Vinyl aber noch um einiges mehr. Richtig geile, kräftige Farben. Ich sag, die ganze Platte. Ja. Das Mädel aus Atlantis. Wow, richtig, richtig genial. Ja, ihr werdet euch fragen, hat der noch einen Plattenspieler? Nein, habe ich nicht. Wieso kauft man sich denn sowas? Ja, ganz einfach, weil das ein absolutes Hammer, super geniales Sammlerstück ist und ich ein großer Fan dieser John Sinclair Reihe bin. Hier haben wir nochmal die Rückenansicht. Wow, hier steht auch nochmal limitierte Sonderauflage, nur 666 Stück. Aber das ist nicht so schlimm, weil man ja angenommen hat, viele, die sich das kaufen, gar keinen Plattenspieler mehr haben, hat man einfach noch einen Downloadcode dazugelegt. Und zwar, damit man sich die Folge im MP3-Format runterladen kann. So, das war es eigentlich im Großen und Ganzen von diesem Stück. Preislich, glaube ich, liegt das Ding derzeit bei Kaufpreis 40 Euro. Also ich habe zumindest bei Amazon für 40 bekommen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch verfügbar ist. Und über die Folge kann ich leider auch noch nichts sagen, weil ich es noch nicht angehört habe. Aber die Edition selber ist meiner Meinung nach total der Burner. Und ja, ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und ihr habt auch ein paar Informationen, falls euch die Edition interessiert. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.